Hey Leute, hier sind wieder Benni und Stefan vom Aquapuristenkanal. Ich hatte euch ja eigentlich versprochen, es gibt noch einen Teil 2 vom Herbstspaziergang. Es ist zum einen Winter, es regnet draußen und ich wurde mehrfach sabotiert, draußen nochmal so ein Sammelvideo zu machen. Und zum anderen kam die Frage auf, warum machen wir das eigentlich? Wäre es nicht viel sinnvoller zu sagen, was sammle ich nicht? Und da muss ich sagen, ja, das ist eigentlich viel sinnvoller. Wir können das, denke ich, im Sommer noch mal viel schöner machen, dass man auch mal ein Experiment macht. Wir nehmen frische, wir nehmen getrocknete Blätter von eben weichlaubigen Sachen. Wir hatten jetzt hier mal so ein Maulbeere als Beispiel. Das hier sind die bekannten Seemandelbaumblätter, die also auch eher zu den hartlaubigen Sachen zählen, die also ein bisschen länger halten. Ja. Genau, und im Sommer können wir das, denke ich, ganz gut mal machen. Dass ihr, von mir aus könnt ihr jetzt hier unter dem Video Vorschläge machen, welche Laubarten wir mal ausprobieren sollen. Also ich habe schon ein paar Sachen da im Auge, sowas wie Hainbuche, Hasel, natürlich Walnuss, Buche und Eiche kennt natürlich jeder. Aber auch so Sachen wie Brennnessel oder keine Ahnung, kann man noch ein paar Sachen ausprobieren, denke ich. Aber jetzt kommen wir zurück zu der Frage, wenn ich jetzt so einen Laubhaufen gesammelt habe und da ist irgendwas drin, ist das schlimm? Und da würde ich jetzt sagen, all unsere einheimischen Bäume sind in 99,9% der Fälle überhaupt kein Problem. Also wenn ihr jetzt noch, was weiß ich, Ulme, Ahorn, Platane, irgendwas da drin habt, sei es auch ein Hasel oder eine Hainbuche, das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, dass es sich halt schneller zersetzt als jetzt die Buchen oder Eichen. Also überhaupt kein Problem. Mhm. Wenn ihr jetzt allerdings sagt, ich suche ganz speziell irgendwas raus, also ich habe da meinetwegen ein Blatt Efeu dazwischen. Oder gerade wenn ihr jetzt sagt, ich gehe in den, ja, ich sag mal, Schrebergartenbereich, habe da irgendwie Thuja und Kirschlorbeer, so ein Zeug. Gut, das sieht man ja eigentlich auf den ersten Blick, dass dieser Laubhaufen jetzt vielleicht nicht für mich geeignet ist. Aber ist das schlimm? Und da muss ich sagen, wenn ihr jetzt einen riesen Laubhaufen habt und habt da ein Efeublatt dazwischen, was gut getrocknet ist, das wird eure Garnelen nicht umbringen. Es sei denn, ihr habt vielleicht ein 2-Liter-Becken und haut da jetzt ordentlich Efeu rein. Das wäre wahrscheinlich ungesund. Genauso wie gesagt, es gibt halt die Bäume, die ihr jetzt auch so vom allgemeinen Wissen her, sage ich mal, wisst, dass das jetzt nicht so gerade die nettesten Bäume sind, wie jetzt zum Beispiel eine Thuja, aber auch Eibe oder wie gesagt Efeu, alles, was ihr jetzt auch nicht direkt essen würdet. Gut, an der Buche nagt auch keiner rum, aber ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Bei den einheimischen Bäumen, wie gesagt, hatte ich jetzt wenig Bedenken. Nadelbäume macht man ja aus Dekozwecken sowieso eher weniger. Die könnten unter Umständen dann auch ein bisschen Harz drin haben, aber genau, eher wenn ihr ganze Zweige nehmt, bei den Nadeln an sich ist eher das geringere Problem. Von den Büschen wirklich sammeln, würde ich jetzt erstmal Abstand nehmen. Ich meine, du kommst ja auch aus dem Pflanzenbereich, Gartenbau, wisst ihr, oder weiß wahrscheinlich auch jeder, dass es da so viel eingeführtes Zeug gibt, da blickt man kaum durch. Ja, genau, schwierig. Ja. Hättest du sonst irgendwie eine Idee, was man an Sträuchern irgendwie, gut, Maulbeere. Genau, und das ist jetzt hier Maulbeere. Vielleicht noch Hasel, wobei das auch natürlich bis zum Baum auswächst. Ja. Da kann man an Sträucher rangehen, sonst fällt mir jetzt irgendwie nichts ein, wo ich jetzt an Strauch unbedingt rangehen würde. Würde ich auch nicht unbedingt, also eher schon so die Baumarten, ne? Das wäre schon so das, was ich dann priorisieren würde. Und dann, ja, so Ahorn und Buche, Eiche, das ist halt das. Aber auch vor allem nicht grün, sondern ne, die müssen halt schon, so wie hier, braun, runtergefallen sein, getrocknet sein. Weil dann erst, ich weiß nicht, wenn sie grün sind, haben sie noch irgendwelche Stoffe drin, die jetzt auch teilweise giftig wirken können halt, ne, auf die Fische. Ja. Deswegen schon eher auf jeden Fall so. Es gibt halt natürlich ein paar Ausnahmen, bei Walnuss zum Beispiel, die kann man auch grün einsetzen, Brennnessel beispielsweise, ne, der ist ja auch sehr bekannt. Aber ansonsten bei den meisten, gerade bei Buche und Eiche, da würde ich das halt dann eher vermeiden. Ja, genau darum ging es ja eigentlich auch, ne? Deswegen Herbst, dass ihr eben das, was schon runtergefallen ist, aufsammelt. Und zu den grünen Sachen, da kommt dann im Sommer nochmal was, dass wir uns das nochmal genau anschauen. Genau. Also im Wesentlichen zusammengefasst, die Dosis macht das Gift, wie überall auch. Und Finger weg von den Büschen. Also ich meine, es weiß jeder, dass, wie gesagt, so Kirschlorbeer, Thuja, Physitius und Zeug nicht unbedingt was im Aquarium zu suchen hat. Genau. In dem Sinne, falls ihr noch weitere Fragen habt, immer gern her damit. Das war natürlich genau der richtige Kommentar, jetzt zu sagen, okay, warum eigentlich so rum? Was da das Beste ist, ja, ich hatte ja einmal schon so ein Paper, was da von den Laub überhaupt gefressen wird. Das kann ich hier nochmal einblenden. Wir hatten auch ein Video schon mal über Laub im Aquarium aufgenommen. Aber auf die Details, dass man nochmal wirklich den Garnelen was zum Fraß vorwirft, können wir dann nochmal im Sommer machen, wenn auch die entsprechende Auswahl dann auch von grünen Pflanzen quasi da ist. Ja, genau. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Es sei denn, du hast noch irgendwie was, dass du sagst. Alles gut. Alles ist gut. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.